Viertes Ligaspiel für unsere VfB-Frauen. Ja, die ersten drei Spiele machen Lust auf mehr. Da gab es drei Siege. Und nun geht es zum SV Gottenheim, der noch auf die ersten Punkte wartet. Aus der Sicht unserer Mannschaft darf das auch kurzfristig gerne noch so bleiben. Rein ins Spiel. Die Mannschaft von Heiko Gerber setzt früh zum Gegenpressing an. Selenski mit dem Ball in die Box. Knaus schickt ihre Gegenspielerin ins Kino und am Ende steht Jana Spengler goldrichtig. Der Führungstreffer in der 15. Spielminute. Für Spengler ist es bereits der vierte Saisontreffer. So kann es weitergehen und so geht es auch weiter. Wieder wird der Gegner im eigenen Aufbauspiel gestört. Selenski verteilt die Kugel. Spengler mit nur einem Kontakt. Und, ja klar, Jana Bäuchlein lässt es klingeln. 2:0. Was ein Doppelschlag innerhalb von einer Spielminute. Gerne mehr davon. Es geht Schlag auf Schlag weiter. Die VfB-Frauen zeigen keine Gnade. Zwei Minuten später findet Celine Philipp unsere Nummer 20 im Strafraum. 3:0. Jana Bäuchlein zeigt das, wofür sie geholt wurde. Und der Tag, ja, der Tag ist noch jung. Bei aller Vorfreude gibt es kurz danach aber auch einen Wermutstropfen. Ja, das sind hier die ganz, ganz wilden Spielminuten von Gottenheim. Drei Treffer erzielt und dann diese Aktion. Teuterin Besata Leci riskiert gegen Leni Kaufmann. Kopf und Kragen. Und ja, Fußball kann so hart sein. Schiedsrichter Miro Mijatovic bleibt keine andere Wahl. Rote Karte und damit befinden sich unsere Dunkelroten in Unterzahl. Trainer Heiko Gerber ist zum frühzeitigen Wechsel gezwungen. Jana Spengler geht raus und dafür kommt Teuterin Laura Bozenhardt. Und die wird nun direkt gefordert. Der anschließende Freistoß von Ronja Gottschling wird unhaltbar abgefälscht. Nur noch 3:1 und der VfB hat eine Spielerin weniger auf dem Platz. Davon ist aber gar nicht so viel zu spüren, denn die VfB-Offensive bleibt unbeeindruckt. Marciniak lädt zum Tänzchen ein, ist nicht vom Ball zu trennen und über Umwege ist Svea Fleischmann zur Stelle. 4:1. Respekt, das ist Qualität, in Unterzahl so zu reagieren. Die Schlussphase der ersten Hälfte wird eingeläutet und die VfB-Frauen haben Lust auf mehr. Mit einem höheren Auswärtssieg würde sogar die Tabellenführung winken. Und Jana Bäuchlein netzt zum dritten Mal in dieser Partie ein. 5:1. Das sieht richtig gut aus. Und apropos richtig gut aussehen, eine Aktion aus der ersten Hälfte haben wir noch für euch. Celine Philipp zündet den Turbo an und legt das Spielgerät perfekt in die Schnittstelle zu Anja Selenski, die lässt sich nicht zweimal bitten. 6:1 und das Ganze mit dem Halbzeitpfiff. Ja, wer hätte das nach der roten Karte gedacht, dass die Mannschaft von Heiko Gerber so gnadenlos weiter nach vorne spielt? Ja, war schon erstmal ein kleiner Schock für mich, weil wir hatten so ein ähnliches Erlebnis letztes Jahr in Hegau, haben das Spiel dann dadurch verloren. Zum Glück fehlen wir 3:0. Wenn es da 0:0 steht, 1:0, da hätte ich schon ja, so ein bisschen Gedanken. Ja, muss ich kurz überlegen, was mache ich, nämlich eine Innenverteidigerin drauf, stelle Dreierkette um oder eine Stürmerin. Habe mich dann für eine Stürmerin entschieden, weil die eh schon leicht angeschlagen war vorm Spiel. Ja, und dann, ja, trotzdem ist es dann so, waren so 10 Minuten drin, wo man vielleicht sich erstmal finden muss. Was hat der Gegner jetzt vor? Geht er nochmal Risiko? Macht das 3:2 vielleicht? Oder wir müssen erstmal schauen und dann machen wir aber das 4:1, 5:1 und auch noch 6:1 vor der Halbzeit. Und da war es dann auch, ja, auch verdient. Und zweite Halbzeit könnte man noch ein bisschen besser Fußball spielen vielleicht. Und auch im zweiten Durchgang ist die Unterzahl der VfB-Frauen nicht zu erkennen. Sie spielen weiter nach vorne. Und jetzt kommt Bäuchlein zum ersten und die eingewechselte Castor zum zweiten. Ja, aber Gottenheim schmeißt alles rein. Zählbares gibt es dafür wieder in den Schlussminuten. Gutes Pressing der eingewechselten Schmelzle. Jana Bäuchlein macht es aus der Distanz und sie trifft aus der Distanz. Ihr vierter Treffer in diesem Spiel. Ja, ich würde sagen, das ist der schönste. Und gleichzeitig ist das auch ihr 9. Saisontreffer. Damit ist Bäuchlein aktuell die Führende in der Torschützenliste. So wie die erste Hälfte endete, endet nun auch
die zweite. Der VfB will nochmal und der VfB trifft nochmal. Kastor zwar nur den Pfosten, aber da ist ja noch eine Stürmerin. Ja klar, Sophie Geiring sorgt für den Schlusspunkt. 8:1. Und das ist doch mal eine Ansage. Über 70 Minuten in Unterzahl und dann immer noch so ein Auswärtssieg. Also Hut ab. Am nächsten Sonntag steigt das nächste Ligaspiel. Dann geht es ins herrliche Obertürkheim. Ja, Heimspiel. Da freuen wir uns drauf. Der Gegner ist dann der TV Derendingen. Damit haben die VfB-Frauen nach 4 Spielen die maximale Ausbeute von 12 Punkten auf dem Konto und befinden sich nun tatsächlich auf dem ersten Tabellenplatz. Wir haben eine super erste Halbzeit gespielt, trotz Unterzahl. Hat man gemerkt, nach der roten Karte haben wir kurz gebraucht, um wieder uns zu sortieren. Aber da stand schon 3-0. Haben danach super reagiert, haben weiter unser Ding durchgezogen, waren aggressiv, waren gut im Passspiel, haben die Räume gut besetzt. Die erste Halbzeit war echt gut. Die zweite Halbzeit war man nicht mehr ganz so griffig, nicht mehr ganz so genau wie in der ersten Halbzeit. Waren aber trotzdem drückend überlegen. Gott, dann wollte am Ende, glaube ich, auch nichts mehr, außer vielleicht hinten den Kasten sauber halten. Und demnach, ja, völlig verdient ist 8-1. Ja, wir haben klar ein Ziel, und zwar ganz oben mitspielen, wie aufsteigen wollen in die Regionalliga.